Hi Leute und willkommen zurück zu Far Cry 6. Wir möchten uns heute den Staudamm hier angucken. Und dann die nächste Hauptmission beginnen. Los, schneller. So. Ist feindlich oder können wir es einfach betreten? Nicht fischen und nicht dann schwimmen. Zu spät. Scheint niemand so wirklich zu hören. Entenjagdgebiet. Oh. Er ist tot. Mitarbeiter-Rundbrief an alle. Ich weiß, die Anlage hier ist verdammt alt, aber wir müssen sie für die Widmung an Castillo herrichten. Sonst töten seine Soldaten uns alle. Bis ich herausgefunden habe, was mit dem automatischen Schleusensystem nicht stimmt, werden wir sie per Hand steuern müssen. Haltet den Kontrollraum verschlossen, damit die Soldaten nicht mitbekommen, wie kaputt der Damm wirklich ist. Oh, oh. Shit. Na toll. Dann schwimme ich halt gleich nach links. Komm schon. Wenn wir ihn retten können, wenn wir gleich von dieser Seite ausgekommen wären. Ich weiß es nicht. So, was haben wir hier? Der lange Fall, wie... Bla. Scheiß Soldados. Die nehmen sich alles. Vielleicht haben sie was Nettes in dem Lager gelassen. Ich denke schon, aber ich kann mich daran. Problem ist ja, ich habe keine Keykarte. Oder liegt die hier vielleicht draußen irgendwo rum? Irgendwie anders rein. Klar. Wieso sollte man das verbarrikadieren, wenn da schon Gitterstäbe sind? Aber das ist eine Kiste, die wir hier haben. Sieht nach einer coolen Waffe aus. Komm ich gar nicht rein? Wo finde ich denn jetzt die Keykarte? Warum ist eigentlich alles immer Keykarten gesichert? So, vielleicht hier oben einer. Munition haben die? Nichts. So. Toll. Ist eingerichtet, aber ich komme nicht rein. Ist von oben Eingang. Auch kein Fenster, wo ich durchkomme. Ah, ärgerlich. Ne, hier liegt auch nichts. Scheiße, die Tür jetzt nicht offen ist, so als extra Eingang, dass man ihn gefunden hat oder so. Schade, ich sehe nichts. Hier gar nichts, wo die Keycard sein kann. Ich weiß, der eine Heini hatte was, aber der ist ja runtergefallen und weggespült worden. Du
Aber vorhersehbar. So. Hängt aber auch nirgendwo, ne? Ne, das wird gespült. Ach, Mann, oh. Ja, dann werden wir das jetzt einfach in Ruhe lassen, schätze ich. Ich habe keinen Bock, jetzt noch länger zu suchen. So. Gut. Der Arbeiter trägt den Schlüssel bei sich. Ich muss einen Weg finden, die Schleusen zu schließen. Nein! Ich will euch gar nicht töten, aber ihr greift mich immer an. Der Arbeiter trägt die Keycard, ja, aber der Arbeiter ist nicht mehr da. Er war jetzt runtergefallen und weggespült worden. Doch, das ist ein Vorsprung, ne? Dann gucken wir uns das nochmal an. Ja. Toll, ist aber gar nichts. Nein, 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 nein. Geht da nicht runter. Ich nur wieder weggespült und darf hier wieder hinlaufen. Ah. Toll, aber das ist weg. Na, ah, vielleicht spawnt er nochmal wieder, wenn wir. Und wir später nochmal wiederkommen. Nee, kein Bock. Ach, komm schon. Die gute Keycard ist einfach weg. Rechts sind sie überhaupt richtig? Nee, muss weiter nach rechts. Ah, hier ist die Pipeline, die wir sekret hatten, ne? Mein Genarmboss wieder, das freut mich. Aha. Hast du ihm die Räder gemacht? Cool. Ja, hey, du. Bestimmt. So. Komm ich da jetzt hoch? Da ist was drunter. Hä? Wer baut denn sowas? Voll unnütz. So, ich muss irgendwie hochkommen. Ah, auf den Turm. Na dann, hoch da. Gucken wir mal, was unsere nächste Aufgabe sein wird. Als ich klein war, roch die Luft hier wie der Ozean. Dann kamen die ausländischen Konzerne und haben alles vergiftet. Damals, 67, warfen wir sie raus. Jahrzehntelang konnte man die Luft wieder atmen. Irgendwann begann Espinosa damit, unsere Industrie zu verkaufen. Dann übernahm Anton und öffnete diesem Yankee McKay Tür und Tor. Sein Betrieb stellt das Gift her, das für die Herstellung von Viviro benötigt wird. Und die Pipeline hier ist ein wichtiger Teil dieser Krebstherapie. Lorenzo hat mir deine Fotos ihrer Forschung gezeigt. Es ist widerlich. Also haben Yelena und ich uns einen Plan ausgedacht, um die Produktion von Castillos Wundermittel zu sabotieren. Stell dir das Hauptchemiewerk dieses Yankees als das Herz vor. Und diese Rohre sind die Arterien. Schneide die Arterien durch, dann kriegt das Herz ein echtes Problem. Also, folge den Rohren, Danny. Zerstöre die Pumpstationen. So erzeugst du im Hauptwerk einen gefährlichen Überdruck. Dann greift Yelena auf ihre Computer zu und wir können McKays Giftbetrieb ein für alle Mal lahmlegen. Ich
dachte, dafür haben wir die Fabrik schon zerstört. Das ist eine große Mission. Chirurgische Präzision. Wir sind nicht alleine, das ist ja nett. Wo soll das sein? Wo soll das sein? Sie hat in die Richtung geguckt. Ein Turm, der uns nichts führt, oder was soll das denn sein? Fettes Gebäude da hinten. Aber was ist das da, was da rumfliegt? Die platziert oder? Ja, ich gehe genau auf zu. Passt. Ich muss der Pipeline folgen, die entlang der Bahia gerade verläuft. Ja, keine Zeit jetzt. Erstmal muss ich ein Geschütz. Ups. Geschützplatt machen. Hier vorne sein soll. Da glaube ich, ne? Fotos tauschen. Transportmittel ist auf dem Weg. Okay. Kann ich ne? Geräusch. Trottel. So. Wo ist das Ding? Da. So. Das wollte ich nicht werfen, aber ist egal. Nee, ist nicht egal. Ups. So ist es jetzt auf den gesprungen. Okay. Ah, was haben wir hier noch? Können wir noch irgendwas Cooles finden? Nicht wirklich. So, zumindest haben wir das jetzt kaputt gemacht. So, ich muss der Pipeline folgen. Das ist die ganze Pipeline nicht mal mehr. Ich denke, das hilft dir weiter. Echt? Gebola. Hola. Wir werden heute die Armee überfallen. Oh, viel Kämpfe mit uns und wir zeigen Ihnen, was für Guerilleros El Este zu bieten hat. Muchas gracias. Ja, danke. Hinterhalt. Okay. Das Helikopter ist böse oder ist der gut sonst? Nachrichtensendermäßig oder so? Greift uns nicht an. Gleich wird das tun. Oh Scheiße, ja! Wer war das denn jetzt? Oh ja, viel Spaß euch, ne? So, wo ist die Pipeline jetzt? Mehr Schrott. Schrott und Benzin kriegt man echt an jeder Ecke hier. So, runter. Da ging's.
Noch mehr Schießpulver, alles klar. Hätte unser Land. Nieder mit Castillo. Bin ich doch bei, Junge. Bin ich bei. So. Oh shit. Ich sehe das aber auch nicht, ne? Ah, die tun mir nichts. Schon mal gut. Die Guerreros da könnten Unterstützung gebrauchen. Oh nö, danke. Auf keinen verzichten. Ist auch mit Kay. So, das doch schon mal was, was nach Ölpipeline aussieht. Oder Giftgas oder wie auch immer. So, leider zeigt mir das Ding auch nicht, wo ich hin muss, ne? So navigationsmäßig. Ich habe auch gerade auch keinen Anhaltspunkt, wo ich hin soll. Außer halt diese blöde Handykarte. Gehen wir mal jetzt dahin. Ist das das vielleicht sogar mit den Schornsteinen? Ups. Ich sehe ein riesiges gelbes Silo, aber jetzt nicht diese Schornsteine. Aber scheint trotzdem recht hier zu sein. Lucky, ich bin an der Anlage. Aber sie ist verlassen. Ja, sie läuft eigentlich autark. Aber vertrau mir, wenn du die Pumpstationen zerstörst, wimmelt es dort bald von Leuten. Gefällt mir nicht, wie es hier aussieht. Aha, okay. Dann, gehen wir mal rüber. So. Es wimmelt hier vor Leuten dann. Hm. Okay, verzichten. Das ist gefährlich. Dann ist es nicht. Ist ja jedenfalls noch nicht geschlossen. Hier sind ein paar Einheiten. Ich sehe dich, Ingenieur. Ist es schon wieder? So. Was bleibt da folgen? So, ich kann mir den Schalter, Ventile und die gelben. Wer sieht mich denn jetzt? GMPG Tanks vornehmen. Gut, das hast du. Einer weniger. Mal hier hoch. Nicht so gesund. Hier kommt der Doktor. Und down. Gut, was war die? Keine Verstärkung rufen. So. Vielleicht haben wir noch einen Gegner mindestens. Ah, da ist er. Schon wieder. Zu spät.
Oh, ein schönes Bein. So. Ach da, okay. Okay, das ist schnell bereit. Perfekt. So, auch hinüber. Sehr schön. Dann haben wir das doch erstmal gesichert. Jetzt müssen wir nur die Pumpen abstellen. Schalter mit Ventil oder gelben Tanks. Ist jetzt kein Schalter? Okay. Wo sind denn jetzt hier irgendwelche Tanks? Sieht eher aus wie ein Klärwerk. Aber fast schon. Hä? Wollen die das da hinten? Nee, oder? Ich kann immer durchtauchen und dann gucken, ob das auch dazu zählt. Und das sieht mehr nach einer Pumpe aus. Aha. Das wird jetzt mir auch markiert. Wahrscheinlich drauf schießen, ne? Deswegen zischt das so. Ne. Was bist du denn? Boah. Okay. Wer hat jetzt den Keycard hiervon? Das habe ich sogar alle umgebracht. Muss doch einer von denen die Keycard haben. Oh. Was gibt's denn hier? Warum wird das heller? Okay. Hm, haben wir nur Durchführungen unter der Straße lang? Wer von euch hatte jetzt eine Keycard? Keiner wahrscheinlich, ne? Ah, die geht's nicht so gut. Schlüsselkarte. Hier unten ist sie. Hat sie auch schon auf einem Nähen. Hier sind auch Schalter. Okay, jetzt ist endgültig explodiert. Oh, nette Waffe. Okay. Erste Pumpstation erledigt. Wusstest du eigentlich, dass ich auf dem Schlachtfeld immer auf El Tigre aufgepasst habe? Schön, dass du jetzt auf mich aufpasst. So, erste Pumpstation. Das ist die zweite. Hat El Tigre dir jemals von Lobo erzählt? Ein bisschen. Meinte, er wurde im Kampf getötet. Warum? Du erinnerst mich an ihn. Clara ist die Politikerin, aber du bist eine wahre Guerriera. Wie Lobo, der einsame Wolf. Ich sorge mich nicht gern um andere. Das macht mich langsamer. Aber wenn der einsame Wolf eine große Beute reißt, teilt er nicht gerne. Pass auf dich auf, Dani. Wieso sagst du mir das? Hallo? Hallo? Oh, Binga.
Was war hier gerade mit? Da ist was. Ne, das ist Streicheln. Okay. Eine Pumpstation haben wir. Da, wo ist die zweite? Ja, da war wirklich jemand. Okay, den Point an da hin. So. Ist hier vielleicht auch noch irgendwo eine Pumpe drin? Kann ja sein. Verschlossen. Ernsthaft? Was ist dann schon wieder hinter? Mitnehmen. Mitnehmen. Das ist mal verschlossen. Was mit denen? Hier ist nichts, ne. So, irgendwie ist nicht befriedigend, hier nur eine einzige Pumpstation gefunden zu haben bisher. Der Rest sieht irgendwie nur so aus wie irgendwas, aber nichts nach Pumpe. So, können wir noch auf unser Handy gucken. Sieht irgendwie nicht so aus, wie ich das gerne hätte. Man muss da hinten weiter folgen. Nibelo, pass bloß auf! Kann das sein, dass ich dem Ding da folgen muss, wenn ich das da zerstört habe? So eine Art kleiner Funkturm oder was? Da markiere ich das mal. Einfach ein bisschen, damit ich weiß, wo ich herkomme. Wo kann das zweite sein? Muss ich echt die ganze Zeit jetzt nur diesen blöden Ron hinterherlaufen? Einfach so überirdisch verlegt, ey. Einfach irgendwo hingelegt. Passt schon. Wird schon keiner beigehen. Ich könnte auch einfach drauf schießen. Guerillakämpfer müssen präzise sein. Schlampige Arbeit hinterlässt zu viel Leichen. Wieso? Wir wollen doch, dass die Gegner sterben. Alles im Lot. Dieses Geräusch da! Halt mal ruhig, ja? So. Haben. So. Ups. Ich dachte, er wäre jetzt böse. Naja. Ne, hier war ich drinne. Hier oben waren wir noch nicht. So, hier ist auf jeden Fall ein Schalter. Rette dich! So.
Na komm, sammeln ein. Ah, so, Kiste nehmen wir noch. Noch ein Schalter. Jetzt knallt das ganze Ding hoch, oder? War noch nicht anders? Was? Da oben? Wo ist der jetzt hergekommen? Puh. So, die mache ich dann noch platt. Schöner Penner. Ah, ne. Ist nichts. Wieso darf ich da nicht aufballern? So, Nummer 2 ist auch down. Noch eine Arterie durchtrennt. Mach so weiter. Ich hätte Chirurgin werden sollen. So weit würde ich nicht gehen. So, hier sind Pipelines. Danny, ich möchte mich für mein Verhalten entschuldigen, als wir uns kennengelernt haben. Ich war unfair zu dir. Keine Entschuldigung nötig. Ich habe genug Blut für 3 Leben gesehen. Und genug Guerrilleros, die Spaß daran hatten, es zu vergießen. Als du aufgetaucht bist, sahst du einfach nach Ärger aus. Aber El Tigre hat die wahren Kämpfer immer schon auf den ersten Blick erkannt. Er sagte, wenn irgendjemand Yara retten kann, dann du. Ich dachte, du solltest das wissen. Libertad könnte dich gut gebrauchen, Lucky. Lara könnte viel von dir lernen. Libertad, La Moral. Das sind nur Vereine, Dani. Ich kämpfe für Yara. Sonst nichts. Okay. So, jetzt haben wir da eine Fabrik und hier eine Fabrik. Ich denke, wir gehen erst dahin. Und dann da. Ich weiß, ist das richtig? Ist das da? Egal. Wir machen erstmal Schluss für heute und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.